Über den Online-Erfolg, den offensichtlichen Reiz, den ISIS auf einige im Westen ausübt, sprechen wir nun mit der Nahost-Journalistin Karin Leukefeld. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Karin. Sie waren dieses Jahr im Irak. Was denken die Menschen dort über ISIS? Die Leute, die ich traf, verachten sie definitiv. Ob Schiiten, Sunniten, Kurden oder wer auch immer. Ich sprach mit einigen, die im Westen des Landes in der Nähe des Euphrat von ISIS angegriffen wurden. Die Menschen unterstützten ISIS nicht. Wir müssen aber sehen, dass es einige Leute gibt, die die Feuerkraft der Gruppe nutzen, um einen Krieg gegen die irakische Regierung zu führen. Verschiedene Versionen von ISIS sind aus dem Boden geschossen seit der Irak-Invasion 2003. Von was genau sind sie das Symptom? Their source is definitely Al-Qaida. Ihr Ursprung ist definitiv Al-Qaida, die in den 80er Jahren gegründet wurde, um gegen die Sowjettruppen in Afghanistan zu kämpfen. Sie sind zu anderen Orten weitergezogen und nach der Okkupation des Irak durch US-Truppen und weitere Kriegsteilnehmer tauchten sie auch im Irak auf. Sie ziehen Nutzen aus einer bestimmten politischen Unzufriedenheit in der Bevölkerung, speziell unter den westirakischen Stämmen, die sich von der Regierung in Bagdad vernachlässigt, ausgegrenzt und unterdrückt fühlen. Sie ziehen also Nutzen aus einem internen politischen Konflikt, kämpfen aber für ein anderes Ziel. So they are taking use of a political internal conflict and but they are fighting for a different agenda. Die britische Regierung sagt, es gäbe in etwa 400 Briten in den Reihen von ISIS. Was halten Sie von dieser großen Zahl? Sie ist in der Tat groß und es gibt Zahlen von der deutschen Regierung. Sie sagen, sie wüssten von etwa 320 Kämpfern bei ISIS. Dies ist die offizielle Zahl. Ich denke, die inoffizielle mag größer sein. Und sie schätzen, dass etwa 2000 Kämpfer aus verschiedenen europäischen Ländern dort sind. Frankreich hat etwa 700 Kämpfer bei ISIS, sowohl in Syrien als auch im Irak. Sie sagen, aus ganz Europa befinden sich dort ungefähr 2000 Kämpfer. Warum reagierte Europa so langsam auf den Rekrutierungserfolg von ISIS? Sind Sie nicht besorgt wegen der Gefahr? To be honest, I think their actual astonishment is quite hypocritical. Um ehrlich zu sein, ich denke, das Erstaunen ist scheinheilig. Sie haben diese Gruppen unterstützt, um zu ihrem Nutzen gegen Regierungen in Afghanistan, Syrien und dem Irak zu kämpfen. Wir haben gesehen, dass die Freunde Syriens, Deutschland ist dort auch Mitglied, bewaffnete Gruppen militärisch, finanziell und politisch unterstützten, um gegen Bashar al-Assad zu kämpfen. Nun bewegen sich diese Gruppen in den Irak. Tatsächlich wurden sie von Golfstaaten bewaffnet. Die deutschen Rüstungsausfuhren an eben diese Golfstaaten haben sich in den letzten 2-3 Jahren mehr als verdoppelt. Sie wussten, was sie dort erschaffen und fürchten nun, dass die Geister, die sie riefen, in ihre Heimat zurückkehren. Ich denke, das ist ziemlich heuchlerisch. And now they are afraid of the spirits they created, that they come back to their homelands. I think it's quite hypocritical. Karin Leukefeld, Nahost-Journalistin. Besonderen Dank an Sie, die Sie im Irak vor Ort waren. On the ground in Iraq. Thank you.